Ganz schön dahinter runter. So, Simon Jocher, ja, hatte diesen Crash in Beaver Creek, wurde dann sehr, sehr klug vom Deutschen Skiverband rausgenommen, langsam wieder aufgebaut, langsam zurückgeführt, eigentlich so Comeback dann wirklich zur WM, Kitzbühel WM. Ja, genau, und jetzt hier leicht nachkorrigieren müssen, aber eben der Bereich müsste auch ihm wie auf dem Leib geschneidert sein. Er, der ja auch so sauber den Schwung auf der Kante durchziehen kann. Ja, klasse, dass er auch wieder innerhalb der Saison zurückkommt nach diesem Monster Crash in Beaver Creek. Auch vor allen Dingen von der mentalen Komponente her, dass er sich auch wieder überwinden kann, dass er sich trauen kann, wieder ans Limit ranzugehen. Ja, und natürlich auch die Punkte sammeln, hier dabei sein. Ja, ich schau gerade mal noch Richtung Weltcup-Finale. Genau, kontrollierte Fahrweise. Vorsicht! Eieiei! Nein! Simon. Aber richtet sich schon auf. Hand oben, ja, Gott sei Dank. Ja, meine Güte, was für ein Einschlag. Er schüttelt schon mit dem Kopf. Das Bewusstsein steht auf. Ja, Gott sei Dank. Also schaut wirklich aus, dass gut. Nichts passiert ist. Gott sei Dank hat der dermaßen viel Schutzengel schon in Beaver Creek. Und jetzt nochmal, also das wird jetzt hier auch eine gelbe Fahne geben. Ja, ja, klar. Dieses Allegre wird abgewunken werden, das ist vollkommen klar, weil die Netze stehen unten nichts. Ja, und genau. Es muss für jeden Athleten dieselbe Sicherheit gelten. Das heißt, wir beobachten jetzt irgendwann mal auch dieses Prozedere. Es wird irgendwann ein Streckenarbeiter zu sehen sein mit einer gelben Fahne, die er sichtbar schwenkt. Ja. Und dann muss der Athlet sofort anhalten. Das muss jetzt dann irgendwann passieren, weil die Funksprüche sind garantiert schon draußen. Ja, und die Positionen sind ja auch im Vorfeld definiert, wo die gelbe Flagge auch geschwenkt werden kann. Aber jetzt muss sie dann bald mal geschwenkt werden. Ja. Außer wir haben ja wirklich ein Sicherheitsloch. Boah. Sie lassen das durch. Sie lassen das durch. Und das ist ein kleiner Skandal heute. Weil hier werden die Zäune aufgestellt und das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Auch Lisa Neke schüttelt den Kopf. Man sieht das. A sind dort die Mannschaften auf der Piste. Das sollte nicht passieren. Nein, ich bin mir sicher, das lag nicht an Markus Waldner, weil der Spruch geht sofort raus. Da war irgendetwas in der Rettungskette, in der Funkkette falsch am Start, weil sowas darf nicht passieren. Jetzt heißt Race Interrupted. Nils Allegre wurde hier runtergelassen, selbst in der Gefahr und hat damit auch Pistenarbeiter und selbstverständlich auch Simon Jocher gefährdet. Die Zäune standen gar nicht. Heieieiei, Freunde, sowas darf nicht passieren. Jetzt werden die Zäune erst wieder aufgestellt. Ja, Wahnsinn. Also eben. Also Fritz, du gibst mir recht, das war wirklich Wahnsinn. Ja. Weil wenn jetzt da nochmal einer rausfällt, der fliegt ja direkt durch. Ja, ja, klar, eben. Und wir haben gestern gesagt, eben Sicherheitsaspekt geht vor. Jetzt schauen wir nochmal kurz beim Simon. Boah, der hat ja auch wieder einen extremen Einschlag in diese zwei B-Zäune auch zu verkraften gehabt. Gott sei Dank ist zumindest der eine Ski gleich weggeschlagen worden. Nicht nur weg, hast du gesehen, die gesamte Unterseite des Skis hat es weggefetzt. Also der ganze Belag wurde aus dem Ski rausgerissen. Schau, und da sind zwei Zuschauer auch, die da mit dabei sind. Ach, also Thema Sicherheit. Da gibt es durchaus noch Potenzial in dem Bereich. Also, ja, sowas habe ich ehrlich gesagt bei der Abfahrt noch nie gesehen, dass ein Rennläufer gestürzt ist und der nachfolgende Rennläufer nicht mit der gelben Flagge abgewunken worden ist, zumindest nicht im Weltcup-Bereich. Das darf nicht passieren. Nein. Also da wird es auch richtig Backenfutter geben und auch vollkommen zurecht. Und das darf gerade auch einem Ort wie Aspen, der ja so viel Erfahrung hat, 1950 die Weltmeisterschaften, so viele tolle Rennen in den 90er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren bis in 2000 rein. Und jetzt werden erst die Zäune wieder aufgestellt Sage von Markus Walter, dem Rennchef, werden jetzt noch mehr Zäune aufgestellt, weil man natürlich gesehen hat, das ist eine Sturzszene oder eine Sturzzone. Und wir können nur sagen, ja, ein Dankeschön nach oben, wohin auch immer, dass das hier gut gegangen ist. Sowohl für Simon Jocher als dann eben auch für Nils Allegre.